Lokale Variablen. Was hat Rekursion an besonderen Auswirkungen auf lokale Variablen? Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Der Hamster soll die Anzahl an Körnern im Maul zählen. Es gibt also eine Funktion, Anzahl Körner R, die liefert die Anzahl an Körnern im Maul. Wir möchten jetzt diese Funktion ohne Seiteneffekte realisieren. Da machen wir Folgendes. If Maul leer, ja, dann wird 0 geliefert. Ansonsten if not Maul leer, dort wird jetzt eine lokale Variable Anzahl angelegt und mit 0 initialisiert. Dann wird der Gib-Befehl aufgerufen. Das reduziert wiederum das Problem um 1. Und jetzt wird rekursiv Anzahl Körner Eier aufgerufen für das um 1 reduzierte Problem. Und irgendwann liefert mir dieser Aufruf die Anzahl für das um 1 reduzierte Problem. Und ich muss letztendlich dann Anzahl plus 1 als Ergebnis liefern. Aber bevor ich das tue, möchte ich natürlich den Seiteneffekt des Gib hier zurücknehmen und ich rufe an dieser Stelle Nimm auf. Schauen wir uns das jetzt mal an für bestimmte Fälle. Es liegen beispielsweise 2 Körner im Maul des Hamsters. Anzahl ist gleich 0, der Hamster macht Gib und ruft Anzahl Körner R auf. Der Hamster hat dann nur noch ein Korn im Maul. Ja, was passiert jetzt aber? Es erfolgt der Aufruf der zweiten Funktionsinkarnation und jetzt wird wiederum hier diese Anweisung ausgeführt. In der ersten Funktionsinkarnation existiert nun eine lokale Variable Anzahl und in der zweiten Funktionsinkarnation wird wiederum eine lokale Variable Anzahl erzeugt. Dabei handelt es sich um eine neue Inkarnation dieser variablen Anzahl. Das heißt, diese variable Anzahl hat zur Laufzeit jetzt 2 Inkarnationen, 2 Speicherbereiche, wo unter Umständen andere Werte gespeichert sind. Jede Funktionsinkarnation kann dabei auf ihre Variable, auf ihre lokale Variable zugreifen. Im Speicher drückt sich das hier so aus. Anzahl Körner R hat eine variable Anzahl. Wenn jetzt Anzahl Körner R mehrfach aufgerufen wird, wird halt diese Variable mehrfach angelegt. Wenn der Hamster, wie wir in dem Beispiel, was wir jetzt fortführen hatten, dann nur noch ein Korn im Maul hat, wird aufgerufen, if not Maul leer, ja, es wird erneut eine lokale Varianz mit 0 initialisiert, gib, aufgerufen und erneut Anzahl Körner aufgerufen. Dann ist das Maul leer, es wird 0 zurückgegeben. In der Funktionsinkarnation darüber wird diese 0 abgespeichert, es wird Nimm aufgerufen und 0 plus 1 geliefert. Jetzt kommen wir wieder in die darüber liegende Anzahl Funktionsinkarnation. Da wird die 1 abgespeichert, Nimm aufgerufen und 1 plus 1, also 2 geliefert. Und das ist dann für den Fall, dass der Hamster 2 Körner im Maul hatte, dann das Ergebnis des ersten Funktionsaufrufs Anzahl Körner R. Wichtig ist also im Zusammenhang mit lokalen Variablen, es kann durchaus sein, dass es für eine lokale Variable mehrere Variablen Inkarnationen gibt, das heißt unterschiedliche Speicherbereiche mit unterschiedlichen Werten.